In meinen Kommentaren lese ich oft, dass der Leopard 1 viel mobiler ist als der Leopard 2. Denn er ist ja kleiner und vor allen Dingen viel leichter als der Leopard 2. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Hallo liebe Freunde der Panzerei, hallo liebe Freunde der Säbelzahnmöwe. Heute möchte ich mich mit harten Fakten einer Aussage nähern, die ich oft in meinen Kommentaren lese. Demnach ist der Leopard 1 im Vergleich zum Leopard 2 viel mobiler auf dem Gefechtsfeld. Wenn man diesen Kommentatoren glauben darf, bleibt der Leopard 2 quasi in jeder besseren Pfütze sofort liegen. Dieser Schluss liegt erstmal nahe, wenn man sich die reinen Eckdaten der beiden Panzer nebeneinander anschaut, weil der Leopard 2 eben vor allem viel schwerer ist als der Leopard 1. Genau deswegen möchte ich dieses Beispiel nutzen, um das Thema Mobilität auf dem Gefechtsfeld mal kurz zu betrachten. Gerade weil wir auch heute viele Bilder von feststeckenden Panzern sehen. Die Frage ist also, ist der Leopard 1 mobiler als der Leopard 2? Das sollte ja eigentlich so sein, denn er ist leichter und kleiner. Wie wir anhand dieser Maße der beiden Fahrzeuge sehen können. Die Antwort auf diese Frage muss man in drei Teile unterteilen, denn man unterscheidet die strategische, operative und taktische Mobilität. Gehen wir das also mal durch. Die strategische Mobilität umfasst dabei die Bewegung von Panzerverbänden über größere Entfernungen in einen Operationsraum, also zum Beispiel von Deutschland in das Baltikum an die Ostflanke der NATO. Diese Bewegung führt das Panzerfahrzeug in der Regel nicht auf eigener Kette durch, sondern es wird dorthin transportiert. Im Bereich der strategischen Mobilität hat der Leopard 1 daher sicherlich die Nase vorne, denn dadurch, dass er kleiner und leichter ist, kann er entsprechend leichter per Bahn, Schiff oder LKW oder Flugzeug über größere Entfernungen verlegt werden. Die nächste Ebene ist die operative Mobilität. Diese umschreibt die Fähigkeit des Panzerfahrzeuges, sich im eigentlichen Operationsgebiet zu bewegen. Das dann zumeist auf eigener Kette, auf Straßen und Wegen. Auch in diesem Bereich darf man, denke ich, dem Leopard 1 einen Vorteil zuschreiben. Weil er durch sein geringeres Gesamtgewicht auch Wege und Brücken nutzen kann, die gegebenenfalls für das höhere Gesamtgewicht des Leopard 2 nicht tragfähig genug sind. Wie groß hier der Vorteil für den Leopard 1 ist, hängt ganz von der Infrastruktur im Einsatzgebiet ab. Denn wenn die Straßen und Brücken dort das Gewicht des Leopard 2 tragen können, dann müssen auch keine Abstriche in seiner operativen Beweglichkeit gemacht werden. Im Bereich operative Mobilität kann man, denke ich, auch die Reichweite der beiden KPZ vergleichen. Ein Wert für die Reichweite zu definieren ist gar nicht so einfach, da diese natürlich von der Fahrweise und den Geländeverhältnissen abhängt. Also nehmen mal diese Zahl mit etwas Vorsicht. Der Leopard 1A5 soll laut der technischen Dienstvorschrift 562 km auf der Straße, 386 km in leichtem Gelände und 246 km in schwerem Gelände mit einer Tankfüllung zurücklegen können. Der Leopard 2A4 soll einen Straßenfahrbereich von 550 km haben. Mehr Daten habe ich dazu leider gerade nicht gefunden. Ein richtiger Vergleich ist also schwierig. Kommen wir nun zur für diesen Vergleich wichtigsten Mobilitätsart, der taktischen Beweglichkeit oder auch der Beweglichkeit auf dem Gefechtsfeld. Das heißt, die Fähigkeit, sich auch im Angesicht des Feindes und unter Feuer in verschiedenen Geländearten bewegen zu können. In dieser Mobilitätsart ist es für einen Panzer zunächst entscheidend, nicht im schlechten Gelände stecken zu bleiben. Wie jeder weiß, kann etwas Schwereres leichter in weichem Boden einsinken. Der naheliegende Schluss ist also, dass der schwerere Leopard 2 eher im Boden versinken muss als der leichtere Leopard 1. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, denn es kommt bei einem Kettenfahrzeug eben nicht entscheidend auf das Gesamtgewicht an, sondern darauf, wie gut das Gesamtgewicht auf den Boden verteilt wird. Gerade deswegen haben Panzer Ketten, eben um ihr oft hohes Gesamtgewicht besser auf dem Boden zu verteilen. Eine recht einfache, aber eingängliche Kennzahl dafür ist der spezifische Bodendruck. Dieser errechnet sich, indem man das Gewicht des Kampfpanzers in Newton durch die Fläche der auf dem Boden aufliegenden Kettenteile teilt. Schaut man sich diese Kennzahl für den Leopard 1A5 und den Leopard 2A4 an, so wird klar, dass der Leopard 2A4 zwar deutlich schwerer ist, aber auch sein Gewicht besser auf den Boden verteilt. Folglich sinkt der Leopard 2A4 auch weniger stark in den Boden ein als der Leopard 1A5.
Der Leopard 2 erreicht dieses Ergebnis durch längere und breitere Ketten im Vergleich zum Leopard 1. Aber auch diese größere Kettenauflagefläche konnte nicht verhindern, dass der Leopard 2 in seinen späteren Ausführungen seinen wachsenden Bierbauch etwas schlechter auf den Boden bringen kann. Wie wir anhand dieser Zahlen sehen können, hat sich der spezifische Bodendruck des Leopard 2 bis zum A7 verschlechtert, weil das Gesamtgewicht zugenommen, aber die Kettenauflagefläche sich nicht verändert hat. Damit liegen die neueren Ausführungen des Leopard 2 in diesem Bereich hinter dem Leopard 1A5. Im historischen Vergleich liegen die neueren Leopard 2 Ausführungen zwischen dem Panther und dem Königstiger aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und im internationalen Vergleich sind sie mit diesen Werten zwischen den M1 Abrams und dem Challenger 2. Je nach Ausführung bringt der Leopard 2 also mehr oder weniger spezifisches Gewicht auf den Boden als der Leopard 1A5. Und im historischen und internationalen Vergleich sind die Werte nichts Besonderes. Für die Mobilität ist aber nicht nur entscheidend, nicht im Schlamm baden zu gehen, sondern auch durch Motorkraft vorwärts zu kommen. Und hier liegt die nächste Herausforderung für die Überlegungen einiger Kommentatoren. Denn wiederum wird aufgrund des niedrigeren Gesamtgewichtes des Leopard 1 davon ausgegangen, dass er auch in der Bewegung dynamischer sein müsste. Aber auch hier ist es wieder nicht so einfach. Um das zu erkennen, kann man sich zum Beispiel die spezifische Antriebsleistung der beiden Typen ansehen. Diese errechnet sich, indem man die Antriebsleistung in Pferdestärken durch das Gewicht in Tonnen teilt. Auch bei dieser Kennzahl liegt der Leopard 2A4 deutlich vor dem Leopard 1A5. Wiederum nimmt dieser Vorsprung mit der Bierbauchbildung des Leopard 2 in seinen späteren Ausführungen ab, ist aber auch heute noch vorhanden. Der Leopard 2 kann also in allen Ausführungen aufgrund seines besseren Leistungsgewichtes schneller gefährliche Abschnitte auf dem Gefechtsfeld überwinden. Dieser Punkt war bei der Entwicklung des Leopard 2 eine wichtige Forderung des Militärs. So gab es für die Entwickler des Leopard 2 damals klare Ziele dafür, wie schnell der Leopard 2 in der Lage sein sollte, aus dem Stand zu beschleunigen. Denn ein Panzer ist in der Zeit, in der er im Gefecht seine Deckung verlässt und an eine neue Stellung wechselt, natürlich besonders gefährdet. Dass in diesem Punkt mit dem Leopard 2 eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Leopard 1 erreicht werden konnte, zeigt diese Grafik. So hat der Leopard 2 schon nach 5 Sekunden eine Geschwindigkeit von 30 km/h erreicht und kann auch im weiteren Kurvenverlauf dominieren. Wir sehen also, dass der Leopard 2 im direkten Vergleich mit seinem Vorgänger in Sachen Beschleunigungsverhalten deutlich besser dasteht. Das ist eigentlich auch keine Überraschung, denn man sollte ja erwarten dürfen, dass ein Nachfolgemodell dann doch besser ist als der Vorgänger. Zum schnellen Fahren im Gelände gehören dann natürlich noch andere Komponenten, darunter ganz entscheidend auch die Federung bzw. das ganze Laufwerk des Panzers. Auch in diesem Bereich ist der Leopard 2 besser als sein Vorgänger. Das kann man schön an diesem Vergleich der Geschwindigkeiten sehen, die der Leopard 1 und der Leopard 2 zu Vergleichszwecken über eine Wellenbahn und eine Einlauframpe mit 30% Steigerung erreicht haben. Hier kann man sehen, dass der Leopard 2 in beiden Tests besser performte als der Leopard 1. Somit kann er seine höhere Motorleistung auch in echte höhere Geschwindigkeit im Gelände umsetzen. Ein Bereich, in dem die Abmessung und das höhere Gewicht des Leopard 2 auf jeden Fall ein Nachteil sind, ist das Thema Gewässerüberquerung, und zwar über Wasser und nicht unter Wasser. Denn der Leopard 2 braucht eine Pionierbrücke mit einer höheren Tragfähigkeit oder eine größere Fähre. Dieser Vergleichspunkt geht also an den Leopard 1. Wirft man einen Blick über den Sauerkraut-Tellerrand, so sieht man, dass der Leopard 2 auch im internationalen Vergleich in Sachen Mobilität nicht schlecht dasteht. Auch im Vergleich zu den sowjetisch-russischen Modellen, wie zum Beispiel dem T-90. Wie man hier in dieser Tabelle gut sehen kann. Bitte beachtet bei diesen Zahlen, dass sie natürlich von der jeweiligen Version, Ausführung abhängen und daher nur Richtwerte sind. Die Auswahl der Panzertypen in dieser Liste erfolgte einfach danach, zu welchen ich Daten gefunden habe. Das Fazit dieses Videos ist, dass man doch immer wieder genauer hinschauen muss. Beim Vergleich zwischen dem Leopard 1 und 2 in Sachen Mobilität heißt das, dass man die Daten im Verhältnis sehen muss. Und auch, dass das Ergebnis der Betrachtung stark von der jeweiligen Ausführung abhängt, die man vergleicht. Deswegen ist ein generelles Urteil auch schwierig. Was man definitiv sagen kann, meiner Meinung nach, ist, dass der Leopard 2A4 in Sachen taktische Mobilität ein großer Schritt nach vorne im Vergleich zum Leopard 1 war.
Seitdem hat er aber einiges an Gewicht zugelegt, während die Antriebsleistung sich nicht verbessert hat. Trotzdem steht er im internationalen Vergleich noch immer ganz gut da. Ansonsten kann man, denke ich, noch sagen, dass der Leopard 2 im Vergleich zum Leopard 1A5 bei Gewässerüberquerungen die Pioniere aufgrund seiner größeren Abmessung und des höheren Gesamtgewichts vor eine größere Herausforderung stellt. In Sachen strategische und operative Mobilität hat der Leopard 1 wiederum aufgrund der Abmessung und des Gesamtgewichtes einen Vorteil. Ganz blenden lassen sollte man sich auf jeden Fall nicht von diesen Vergleichen und diesen Zahlen vergleichen und schönen Kennzahlen. Denn reines Panzerquartett anhand einiger Kennzahlen kann die Realität des Panzerkampfes dann auch wieder nicht abbilden. So, liebe Freunde der Säbelzahnmöwe, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Die Chance, euch anhand dieses Beispiels mal noch ein paar Grundlagen der Panzerei zu vermitteln, die wollte ich mir nicht entgehen lassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gefallen euch vielleicht auch einige der anderen Videos, die jetzt hier neben mir euch angezeigt werden sollten. Für dieses Video bleibt mir nur noch zu sagen, macht euch einen schönen Tag, habt immer eine Handbreit Luft unter der Wanne, bis zum nächsten Video.